Mann befindet sich eigentlich in einer glücklichen Lage. Sein gut 4 Quadratmeter großer Raum ist warm und trocken. Er muss weder Miete bezahlen noch eine Hypothek abtragen. 3-mal täglich wird ihm Essen serviert, für das er nichts einzukaufen braucht. Für seine Grundbedürfnisse ist bis an das Ende seines Lebens gesorgt. Aber dieser Mann ist ein Gefangener. Und das Eingesperrtsein ist eine der schlimmsten Bestrafungen, mit der die Gesellschaft aufwarten kann. Warum das so ist? Weil sich das Tier namens Mensch nicht mit dem bloßen Überleben zufrieden gibt. Wir wollen mehr. Mir wurde schon manches Mal vorgeworfen, dass ich den Menschen zum Tier degradiere, weil ich mich als Zoologe auf die Aspekte des menschlichen Verhaltens konzentriert habe, die der Mensch mit anderen Tierarten teilt, zum Beispiel die Nahrungssuche, den Kampf oder die Fortpflanzung. Ich habe diese Untersuchungen angestellt, weil ich der Ansicht bin, dass wir alle die uns eigene Biologie zu oft ignoriert haben und immer wieder nur betont wird, welche großen Errungenschaften und Leistungen uns von anderen Spezies unterscheiden. Natürlich können diese speziellen Fähigkeiten des Menschen auch nicht unbeachtet bleiben. Und so möchte ich denn hier auch diese Leistungen einmal genauer unter die Lupe nehmen und untersuchen, ob ich deren biologische Wurzeln finden kann. Können wir in Sprache der tierischen Verhaltensforschung solch seltsame Aktivitäten erklären. Diese Darbietungen, seien sie nun rein musikalischer oder tief religiöser Natur, unterscheiden sich ganz wesentlich von den Ritualen anderer Tierarten. Es geht hier nicht um das Verteidigen von Territorien. Es handelt sich weder um Drohgebärden noch um eine spezifische Form der Partnerwerbung. Was also ist es dann? Selbst in diesem Fall, wo sexuelle Elemente doch offensichtlich eine Rolle spielen, liegt das Hauptinteresse nicht beim Sex, sondern eher in einer typisch menschlichen Verspieltheit. Solch seltsame Aktivitäten lassen sich überall und immer dann finden, wenn Menschen Zeit haben, von ihrem Alltagsleben Abstand zu nehmen. Die Fähigkeit des Menschen zu Fantasie und Erfindungsreichtum ist fest in seiner Natur verwurzelt und schon sehr, sehr alt. Die wahrscheinlich älteste und meist verbreitete Form menschlicher Kreativität ist, sich selbst zu schminken und zu schmücken. Dies wird nirgendwo deutlicher als bei den Volksstämmen in Papua-Neuguinea. Diese Menschen benutzen die verschiedenartigsten Materialien. Vogelfedern, Lehm, Korrekturflüssigkeit und Ölschlamm. Sie kreieren auf diese höchst beeindruckende Weise Körperverzierungen, die sich sonst nirgendwo auf der Welt in dieser Vielfalt zeigen. Sie selbst sprechen dann von einer gelungenen Verzierung des Körpers, wenn dieser glitzert oder glänzt. Wenn er also alles andere als langweilig und nichtssagend ist. Die Verschönerung des Körpers wird in westlichen Ländern zwar nicht so extrem gehandhabt, gilt hier aber als genauso wichtig. Es wird ebenfalls viel Zeit und Mühe aufgewandt, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. In sexueller Hinsicht macht es durchaus Sinn, das Rot der Lippen zu verstärken, die Augen zu betonen, die Gesichtshaut geschmeidig zu erhalten und auf sauberes Haar zu achten.
Aber so einfach ist das Ganze wiederum nicht, denn sonst würde ja jedes Make-up gleich aussehen. Es gibt jedoch hunderte verschiedener Lippenstiftfarben, Dutzende von Lidschatten und zahllose Frisurenstile. Und wenn man unter diesen Verschönerungsformen die Qual der Wahl hat, dann geht es nicht um sexuelle, sondern ästhetische Kriterien. Wir können diese Handlungen für trivial halten, aber jedes Mal, wenn wir in der Öffentlichkeit auftreten, machen wir komplexe Aussagen über uns selbst. Durch die Art und Weise, wie wir uns pflegen, unsere Körper schmücken und welche Kleidung wir tragen. Die Aussagekraft einer bedrohlich geschüttelten Faust ist nur so lange vorhanden, wie sich der Arm bewegt. Aber die Aussagekraft eines Kleidungsstückes hält so lange an, bis wir es wieder ablegen. Und genau aus diesem Grunde wird der Bekleidung auch weltweit eine so große Bedeutung beigemessen, dass es sie in tausenderlei Varianten gibt. Die mit dieser Form der Körperdekoration verbundenen Unbequemlichkeiten und Schmerzen werden dadurch kompensiert, dass man sich dieser Tortur nie wieder unterziehen muss. Die Tätowierung hält lebenslänglich. Dieses Hemd kann einem niemand wieder ausziehen und es läuft auch nicht beim Waschen ein. Wer sich hat tätowieren lassen, zeigt seiner Umwelt, dass er gewillt war, sich langanhaltenden Schmerzen zu unterziehen, um durch diese besonders kunstvolle Art der Körperzierde aufzufallen. Für manchen sind sie auch ein Zeichen von Loyalität gegenüber einer bestimmten Gruppe. Die Verstümmelung des Körpers hat also selbst in den modernen westlichen Gesellschaftsformen überleben können. Das zeigt sich nicht nur in Tätowierungen, sondern auch auf andere Weise. Jedes Mal nämlich, wenn wir das Haus verlassen und in die Stadt gehen, machen wir uns gerne entsprechend dafür zurecht. Warum eigentlich? Warum machen wir uns so viel Arbeit? Nun, die Antwort ist darin zu suchen, dass uns schon die Vorbereitungsarbeiten ein Gefühl des Besonderen geben. Das gilt für viele unserer Verhaltensweisen. In Afrika sind die Menschen vom Stamm der Mdebele dafür bekannt, wunderschön geschmückte Häuser zu bewohnen. Stundenlang bemalen sie die Wände mit abstrakten Motiven. Die Flächen wirken wie riesige Plakatwände. Es ist, als wollten die Menschen sagen, wir haben uns an diesem Ort niedergelassen und eingerichtet, wir haben uns die Umwelt untertan gemacht und das alles war nur dank großer Anstrengungen und besonderer Fähigkeiten unsererseits möglich. Hier wird eine besondere menschliche Fähigkeit deutlich, die nicht nur dem einzelnen Künstler, sondern der gesamten Menschheit eigen ist. Dann und wann finden sich selbst in unseren modernen Städten mehr oder weniger zaghafte Formen von Rebellion gegen die stadtplanerische Arbeit vom Reißbrett. Hier werden in unserer kalten, verstädterten Umwelt kreative Kräfte frei. Kein Fenster dieses Hundertwasserhauses in Wien ist wie das andere. Überall finden sich unregelmäßige Linien, die sich gegen die Traditionen aufzulehnen scheinen. Wenn man verschiedene Kulturen miteinander vergleicht, stellt man fest, dass sich die Kreativität jeweils auf andere Gebiete konzentriert. Bei vielen Gesellschaftsformen stehen Fortbewegungsmittel im Mittelpunkt. Auf Sizilien zum Beispiel werden die Eselswägelchen wie wertvolle Ikonen behandelt. Jeder Quadratzentimeter ist mit kunstvollen Details verziert, was auf viele Stunden mühseligster Arbeit schließen lässt.
kleinen Inseln mit langer Fischereitradition sind es die Fischerboote, die zu lokalen Kunstwerken werden, wie zum Beispiel auf Malta. Hier sind die Fischer von lokalen Farbtraditionen beeinflusst, was dazu führt, dass die Boote einander ähnlich sehen. Dennoch gelingt jedem Fischer, seinem Kunstwerk einen persönlichen Charakter zu geben. Nach einer genauen Untersuchung von 400 Booten konnte ich sogar feststellen, dass nicht zwei wirklich identisch waren. Das Prinzip der Variation ist ein grundlegender Zug aller Kunstwerke. Aber wie oft kann man ein Thema variieren? Wie weit kann man gehen, wenn man zum Beispiel ein Auto bemalt? Diese seltsamen Fortbewegungsmittel sind der ultimative Ausdruck des menschlichen Bedürfnisses, aus dem Normalen und Alltäglichen etwas ganz Besonderes zu machen. Das Imponiergehabe eines Pfaus unterliegt dem sogenannten Benachteiligungsprinzip. Die großen Schwanzfedern sind bei Bewegungen äußerst hinderlich. Jedes männliche Tier, das trotzdem überleben kann, muss eindeutig gesund und kraftvoll sein. Und das ist es, was die Weibchen beeindruckt. Das Gleiche gilt auch für uns. Prunkvolle Kleidung, extravagante Frisuren, protzige Häuser oder Autos helfen uns zu betonen, dass wir die Stufe des nackten Überlebens hinter uns gelassen haben. Unsere versteckte Kamera hat diesen Mann dabei beobachtet, wie er einen Schlips auswählt. Krawatten gehören zu jener Kategorie von Kleidungsstücken, die keinerlei praktischen Nutzen haben. Der Unterschied zwischen ihnen ist rein ästhetischer Natur. In unserer modernen Zeit lassen wir nur allzu häufig andere Menschen etwas für uns entwerfen und beschränken uns darauf, aus einer vorgefertigten Auswahl das Passende herauszusuchen. In primitiveren Kulturen, wenn hier primitiv überhaupt das richtige Wort ist, fertigen die Menschen sehr viele Dinge noch selbst an. Wir hingegen sind oft nur noch Künstler aus zweiter Hand. Auch dann, wenn Menschen schier endlos die Speisekarten lesen, versuchen sie eigentlich nichts anderes, als eine ästhetische Entscheidung über Aroma und Geschmack des Essens zu treffen. Wenn wir unser Verhalten etwas kritischer unter die Lupe nehmen, fänden wir schnell heraus, dass jeder von uns tagtäglich hunderte von kleinen ästhetischen Entscheidungen trifft. Es hat den Anschein, als hätte jeder Mensch eine Veranlagung in sich, die ihn nach wesentlich mehr als den rein praktischen Dingen des Lebens ausschauen lässt. Diese Veranlagung ist so universell, dass sie ganz sicher Teil unseres biologischen Erbes ist. Und da dieses Bedürfnis sehr stark ist, ist es wahrscheinlich auch schon sehr lange ein typisches Merkmal des Menschen. Versuchen wir einmal, die Anfänge dieser Veranlagung genauer zu datieren. Diese Höhle im südafrikanischen Transvaal war vor langer Zeit die Heimat unserer Vorfahren. Hier wurde eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. In dieser Höhle fand man das älteste Kunstwerk der Welt, den Makapan-Kiesel. Er besteht aus einem Gestein, das es einzig und alleine knapp 5 Kilometer nördlich von hier gibt. Die Affenmenschen haben es also diesen langen Weg zurückgetragen. Es war für sie offensichtlich äußerst wertvoll. Um dies zu begreifen, brauche ich es nur umzudrehen. Man kann nun ein Gesicht erkennen. Erstaunlich ist, dass dies nicht erst vor einigen hundert, sondern schon vor 3 Millionen Jahren für eine andere Spezies einen wertvollen Besitz darstellte. Weiter nördlich, wo sich die Golanhöhen befinden, wurde vor kurzem eine Entdeckung gemacht, wegen der die gesamte Geschichte der Kunst umgeschrieben werden muss.
Hier fand man nämlich das älteste von Menschenhand geschaffene Kunstwerk. Während es sich bei dem Makapan-Kiesel um etwas Gefundenes handelte, wurde die 300.000 Jahre alte Golan-Venus eindeutig von Menschenhand geschaffen. Obwohl recht primitiv, ist diese winzige weibliche Statuette eine Viertelmillion Jahre älter als ihr zeitlich nächster Konkurrent. Um beeindruckendere Kunstwerke zu finden, müssen wir schon einen großen zeitlichen Sprung zu den aufregenden Felsenbildern machen, die in vielen Teilen unserer Erde zu finden sind. Seit nahezu 50.000 Jahren schaffen die Ureinwohner Australiens nun schon ihre symbolischen Felsenbilder. Jahr für Jahr werden sie nachgemalt, damit ihr Geist und ihre Kraft nicht nachlassen und sich auf die Künstler übertragen mögen. Nach dem, was wir heute wissen, war die Kunst also immer schon ein Teil der menschlichen Existenz. So universell wie Essen, Schlafen oder Sprechen. Selbst unsere ältesten Vorfahren, die, gemessen an unseren Normen, ein äußerst primitives Leben führten, haben wertvolle Zeit damit zugebracht, wunderschöne Bilder zu schaffen. Aber woher kommt diese alte künstlerische Ader des Menschen ursprünglich? Sind wir die einzige Spezies im Tierreich, die das Bedürfnis nach Kreativität hat? Dieses Gebilde wurde nicht von einem menschlichen Künstler, sondern von einem Tier, dem Laubenvogel, geschaffen. Während der Brutzeit reinigt das männliche Tier ein Stück Boden und errichtet dort ein bemerkenswertes Geflecht aus Gräsern und Ästen. Unter der Hütte legt es einen Garten an, wo es eine Moosschicht mit hunderterlei Objekten, wie zum Beispiel Samenhülsen, Pflanzen, Zwiebeln, Früchten oder Blumen dekoriert. All diese Dinge gruppiert das Tier nach Form und Farbe zu einzelnen Mustern. Möglicherweise zieht es damit ein Weibchen an, aber ist sein Tun auch kreativ? Nein. Der Vogel versucht niemals herum zu experimentieren oder das Thema der Anordnung zu variieren. Seine Arbeit ist zwar bemerkenswert, aber ihr fehlt die Kuriosität und der Erfindungsreichtum menschlicher Kunst. Um die biologischen Ursprünge der menschlichen Kunst freizulegen, ist es unumgänglich, einen Blick auf unsere engsten lebenden Verwandten im Tierreich zu werfen. In den 50er Jahren begann ich, die maltechnischen Fähigkeiten eines jungen Schimpansen namens Kongo zu analysieren. Bot man ihm Malgeräte an, dann malte er die ihm zur Verfügung stehenden Flächen säuberlich aus, überschritt deren Begrenzungen aber nie. Am liebsten malte er ein fächerförmiges Gebilde. Nachdem dies erfunden war, begann er es zu variieren. Er demonstrierte mithin das grundlegendste Element jeglicher Form von Kunst, die thematische Variation. Befand sich in der Mitte des Blattes ein kleines Quadrat, dann setzte Kongo genau dort an. Es war keine einmalige Handlung, sondern er machte es immer wieder. Noch erstaunlicher war, dass, wenn man das Quadrat etwas mehr zur Seite ausrichtete, Kongos Strichführung auf der gegenüberliegenden Papierseite deutlich stärker wurde. Wir können daraus ableiten, dass bereits Schimpansen Grundzüge der Ästhetik besitzen. Und wenn man dann das hier sieht, dann ist es leicht vorstellbar, dass die Anfänge der künstlerischen Fähigkeiten, die sich nach und nach bei unseren Menschenkindern entwickeln, bei den Primaten zu suchen sind. Ganz unabhängig von ihrem kulturellen und sozialen Hintergrund machen Kinder weltweit fast identische Zeichenversuche.
Erst allmählich kommt Ordnung in dieses Chaos und dann erscheint inmitten all der Schnörkel ein Kreis. Er wird auf verschiedene Art durchkreuzt und wird nach und nach zu einem Gebilde, das am Rand strahlenförmige Linien aufweist. Nun passiert etwas Wunderbares. Ein Gesicht erscheint. Bei den Kindern wird so etwas wie ein Erkennungsprozess ausgelöst, wahrscheinlich vergleichbar mit dem Moment, als unsere Vorfahren, die Affenmenschen, erstmals das Gesicht auf dem Makapan-Kiesel entdeckten. Hier wurde eine riesige Schwelle überschritten und eine Dimension erreicht, die sich wohl kein Schimpanse vorstellen kann. Die bildliche Darstellung ist erfunden. Eine gänzlich neue Welt des Experimentierens öffnet sich. Die menschliche Kreativität ist freigesetzt. Erstaunlich ist, dass sich in diesem Stadium alle Kinderzeichnungen überall auf der Welt ähnlich sind. Es ist, als wäre unsere gesamte Spezies darauf programmiert, diese Phase der bildlichen Darstellung zu durchlaufen. Genauso wie wir allesamt in etwa gleichem Alter zu sprechen beginnen. Es ist verlockend zu behaupten, dass das Bedürfnis, diese Dinge zu tun, wohl eher ein Teil unserer Erbmasse als ein Teil unserer Kultur ist. Wenn die kleinen Künstler älter werden, verwenden sie all ihre Energie darauf, immer realistischere Bilder zu malen. Sie haben keine Freude mehr daran, ihre Vorstellungskraft zu bemühen oder einfach nur mit Formen und Linien herumzuspielen. Im Gegensatz zu ihren früheren Bildern, bei denen es ausschließlich um das Malen an sich ging, erfüllen diese Zeichnungen eine neue Funktion. Jetzt geht es darum, Objekte zu kopieren. Als junge Erwachsene werden wir darauf gedrillt, die Kopien der uns umgebenden Welt immer akkurater zu zeichnen. Und wir werden nur dann belohnt, wenn wir diese neue Fähigkeit so gut wie eben möglich beherrschen. In diesem Stadium geben denn auch die meisten Menschen auf, da die kindliche Freude an der Kunst bei dieser Art des Zeichnens und Malens nicht mehr vorhanden ist. Kunst wird zum Sklaven der Realität. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die große Kunst immer mehr zur Angelegenheit einer kleinen Elite und der Künstler, mittlerweile von der Gesellschaft ernst genommen, zum visuellen Historiker. Dann aber wurde die Fotografie erfunden, später Film- und Videotechnik. Damit wurde dem Künstler die Last der visuellen Aufzeichnung von den Schultern genommen. Das Ergebnis war, dass sich die Kunst des 20. Jahrhunderts nach und nach ihrer repräsentativen Zwänge entledigte und langsam aber sicher zu den freudvolleren visuellen Erkundungszügen des Kleinkindalters zurückfand. Dies aber geschah mit der Reife eines erwachsenen Menschen und einer gehörigen Portion Wissen und Bildung. Statt kunstvoller, aber sklavischer Abbilder der Realität zu schaffen, lässt man von nun an wieder der Kreativität ihren freien Lauf, mit einer manchmal verblüffenden Wende. Thanks, you guys. Thanks, you too. I appreciate it. No, it's hard work. Checks in the mail. Straight into the side room. Looks good. And thank you, people. Yeah, appreciate it. We love you. Fast alle Säugetiere sind als junge Tiere sehr verspielt, aber der Spieltrieb legt sich mit zunehmendem Alter. Erwachsene Löwen, die gut genährt und satt sind, spielen fast nie. Stattdessen verschlafen sie nahezu den ganzen Tag. Dies unterscheidet sie grundlegend vom Menschen. Zwar sind Menschenkinder ebenso verspielt wie junge Löwen, aber sie bleiben es auch, selbst als erwachsene Menschen. There we go, there we go.
diejenigen, die in jungen Jahren sehr viel spielen, können als Erwachsene leichter überleben. Viele der typischen Kinderspiele basieren auf dem Muster Jäger und Gejagte. Es kommt einem beinahe so vor, als ob wir unsere kulturgeschichtliche Vergangenheit aufarbeiten wollten. Die Verspieltheit der Kinder bedarf keinerlei besonderer Anleitung und verschafft ihnen einen guten Überblick sowohl über ihre persönlichen Fähigkeiten als auch über die Eigenschaften ihrer Umgebung. Für ein Menschenkind kann ein eingeschränktes, passives Leben ein Desaster sein. Um als Erwachsener wirklich erfolgreich sein zu können, muss ein Mensch schon als Kind sehr aktiv sein. Es mag unglaublich klingen, aber die Verspieltheit eines Kindes beginnt bereits im Bauch der Mutter. Die Ultraschallaufnahme eines Embryos zeigt schon deutliches Spielverhalten des Kindes. Dass es mit den Beinen tritt, hat keinerlei physiologischen Grund, sondern geschieht, weil das Kind rhythmisch mit seinem Körper spielt. Verspieltheit scheint demnach ein grundlegendes Merkmal unserer Spezies zu sein. Und daraus ergeben sich wiederum andere Einsichten. Auch als Erwachsene brauchen wir lediglich eine stimmungsvolle Umgebung, um uns auf unsere Verspieltheit zu besinnen und sie bestmöglich auszuleben. Die Führungskräfte dieser Werbeagentur in Los Angeles haben diese Idee auf sehr drastische Weise umgesetzt. Die jungen Angestellten sind von knuddeligen Spielzeugen und Spielen aller Art umgeben. Dadurch sollen sie angehalten werden, ihre Gedanken wandern zu lassen und fantasievoll kreativ zu sein. Kunden dieses Unternehmens sind immer wieder erstaunt, wenn sie die Angestellten spielen sehen, wobei diese gleichzeitig millionenschwere Kampagnen planen und dies auch noch mit Erfolg. Da der Alltag der meisten Menschen viel weniger kreativ ist, schaffen wir uns einen Ausgleich, indem wir uns dann und wann eine wahre Orgie an Verspieltheit erlauben. Es ist zumeist die spezifische Umgebung, die die Art der Spielerei von erwachsenen Menschen vorgibt. An einem holländischen Strand steht die größte Sandburg der Welt, über 21 Meter hoch und nur aus Sand und Wasser erbaut. Hier haben sich erwachsene Menschen einer typisch kindlichen Form der Beschäftigung bedient und diese mit hohem Aufwand und großer Kunstfertigkeit zu einer Art Volkskunst umfunktioniert. Keines dieser Werke hat eine lange Lebensdauer. Hier sind die kreativen Handlungen und der künstlerische Schaffensprozess als solches die wichtigsten Faktoren. Ist das Kunstwerk vollendet, wird es bald auch schon wieder zerstört. Für ein weiteres Jahr ist das Spiel vorbei. Weltweit weigern sich erwachsene Menschen, das Spielen ausschließlich den Kindern zu überlassen. Sportliche Aktivitäten werden sehr ernst genommen. Für Millionen von Menschen aber ist dies mittlerweile zur Hauptspielform geworden. Man schaut lediglich zu, anstatt aktiv am Spiel teilzunehmen. Man lässt spielen. Come on! Oh. Albertini to his right. Oh, yes! Oh, he's hit the post! Oh, hit the side. Oh, that's it. Oh, no! Yes! Yes! Yeah. You're not laughing now, are you? Die menschliche Verspieltheit ist nicht selten eine Art Test. Man will herausfinden, welche Möglichkeiten in der eigenen Person stecken. Es geht darum, so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln, um auf die verschiedensten Lebenssituationen bestmöglich vorbereitet zu sein. Dies ist deshalb wichtig, weil der Mensch kein spezialisiertes Lebewesen ist.
Wir können nicht aufgrund einer einzigen großen Fähigkeit überleben, sondern bedienen uns vieler kleiner Tricks. Zahlreiche andere Lebewesen sind zum Beispiel auf nur eine Futterart spezialisiert, verlassen sich auf nur eine einzige Nahrungsquelle. Wir Menschen haben im Laufe unserer Evolutionsgeschichte lernen müssen, dass man niemals sicher sein kann, wann man das nächste Mal etwas zu essen bekommt. Wir waren gezwungen, ständig nach irgendeiner neuen Nahrungsquelle Ausschau zu halten und lernten so, uns beinahe jeder Umgebung anzupassen. Dabei waren wir auch oft gezwungen, Risiken einzugehen. Doch für eine gefährlich lebende Spezies ist unser Körper alles andere als optimal ausgerüstet. Uns schützt keine harte Schale, keine dicke Haut, kein zotteliges Fell. Dennoch ist es erstaunlich, was unsere Körper zu leisten vermögen. Das Dilemma dieses kleinen Mädchens steht stellvertretend für das menschliche Dasein auf Erden. Unter den wachsamen Blicken des Vaters steht es einer neuen Herausforderung gegenüber. Einerseits möchte es gerne hinunterspringen, und das, obwohl hierzu gar kein Grund vorliegt. Andererseits hat es aber auch große Angst vor diesem Sprung. Diesen Konflikt trägt jeder von uns ein ganzes Leben mit sich herum. Wann soll man springen und wann lieber auf Nummer sicher gehen? Für diese älteren Kinder ist das Floß alleine schon nicht mehr interessant genug. Und so gestalten sie die Situation freiwillig noch ein bisschen schwieriger. Das Tier namens Mensch wagt sich gerne immer etwas weiter vor. Verschiebt die bestehenden Grenzen Stückchen für Stückchen. Gefährliche Handlungen sind für manche Menschen der Schlüssel zu aufregendem Erleben. Diese Brasilianer riskieren beispielsweise ihr Leben, um das Gefühl auskosten zu können, wie es ist, wenn man nur knapp dem Tod entgeht. Die Verspieltheit geht so weit, dass Menschen immer wieder das Bedürfnis verspüren, ihren Erfahrungshorizont bis zur absoluten Grenze auszudehnen. In letzter Zeit schließen sich immer mehr Menschen zu Vereinen zusammen, deren erklärtes Ziel es ist, gewisse Risiken auf sich zu nehmen. Die Mitglieder wenden viel Zeit und Geld dafür auf, sich ständig neue Beschäftigungsformen auszudenken, mit denen sie ihr Leben aufs Spiel setzen können. Diese Menschenschleuder wird auf die meisten von uns exzentrisch wirken. Aber in Wirklichkeit verhalten wir uns im alltäglichen Leben oft auch nicht viel anders. Zum Beispiel jedes Mal, wenn wir das Risiko eingehen, bei Rot noch schnell über die Ampel zu fahren. Denjenigen, die sich vor körperlichen Gefahren fürchten, stehen Alternativen zur Verfügung. Die hier gezeigte mag für Außenstehende langweilig sein. Realität ist aber, dass sich sehr viele tagtäglich dieser speziellen Art des gefährlichen Lebens hingeben, nicht nur in Japan. Risikofreude ist kein spezifisch modernes Phänomen.
Seit Tausenden von Jahren ist die Bereitschaft zum Risiko Teil des menschlichen Lebens. Diese Feuerläufer auf den Fidschi-Inseln setzen sich freiwillig körperlichen Schmerzen aus. Diese Darbietungen wurden schon vor langer Zeit in den Status einer religiösen Zeremonie erhoben. Würde man auf diese Steine ein Taschentuch legen, ginge es sofort in Flammen auf. Trotzdem über sie zu laufen, ist Risikobereitschaft in ihrer reinsten und wohl auch erstaunlichsten Form. Eines der wichtigsten Merkmale jedes spielerischen Tuns ist, dass es die Fantasie beansprucht. Wenn eine junge Katze mit einem Blatt spielt, dann symbolisiert dieses eine Maus. Das Kätzchen akzeptiert das Blatt als Opfer und behandelt es auch so, selbst wenn es ganz offensichtlich ist, dass dieses Blatt keine Maus ist. Als man ihn fragte, warum dieses Bild den Titel »Das ist keine Pfeife« trägt, antwortete René Magritte, man kann die Pfeife nicht mit Tabak stopfen und deshalb ist es keine richtige Pfeife. Das Bild ist nicht wirklich das, wofür es steht. Wir sind alle in der Lage, solche symbolischen Gleichungen aufzustellen, indem wir zum Beispiel auf etwas reagieren, von dem wir genau wissen, dass es sich nur um ein Fantasiegebilde handelt. Dies ist nicht nur die Grundlage der Kunst, sondern auch die Basis unserer Sprache und der Literatur. Das Wort Hund hat zum Beispiel noch nie jemanden gebissen. Das symbolische Spiel ist im Leben erwachsener Menschen weit verbreitet. Ganze Industrien gründen darauf. Auch wenn wir ins Kino gehen, betreten wir die Welt der Fantasie. Mit versteckten Kameras wurden hier die Gesichter von Menschen aufgenommen, die sich Folterszenen ansehen. Sie wissen zwar, dass das, was sie im Film sehen, von Schauspielern dargestellt wird, dennoch zeigen ihre Reaktionen deutlich, dass sie das Gesehene für real halten. Früher war es manchmal sogar so, dass Menschen ihre gesamte Zukunft auf der Basis von Symbolen planten. Bisweilen sprach man magischen Symbolen so große Kräfte zu, dass sie zum Mittelpunkt komplizierter Zeremonien wurden. Bei diesen Ritualen, die bis zu 4 Tage dauern können, kreieren Navajo-Indianer Sandgemälde. Jedes Detail hat seine besondere symbolische Bedeutung. Die Gemälde entstehen durch sorgfältiges Auftropfen von granulierten Farbpigmenten auf das Sandbett. Ist ein Gemälde fertiggestellt, setzt sich der Hauptakteur des jeweiligen Rituals in die Bildmitte. Dann werden Lieder und Sprechchöre angestimmt und die magischen Bilder zaubern die Sorgen und Nöte dieser Menschen hinweg. Natürlich wird jetzt manch einer zweifelnd sagen, aber das alles sind doch nur Sandbilder. Wie können diese Menschen nur daran glauben, dass Bilder wirklich einen Einfluss ausüben können? Hier die Gegenfrage. Wie ist es möglich, dass jemand daran glaubt, dass ein Schauspieler in einem Kinofilm tatsächlich gefoltert wird? Wenn wir die Welt des symbolischen Denkens erst einmal betreten haben, sind wir Menschen in hohem Maße beeinflussbar. Sobald unsere Grundbedürfnisse befriedigt sind, sobald wir uns nicht mehr mit aller uns zur Verfügung stehenden Energie um das reine Überleben kümmern müssen, sind wir nicht mehr zu bremsen. Wir bleiben ein Leben lang kindliche Erwachsene, die beim geringsten Anlass nichts lieber tun als spielen, spielen, spielen. Gäben wir unsere Verspieltheit jemals auf, dann hätten wir uns um unser großes biologisches Erbe als das kreativste und innovativste Tier auf dem Planeten Erde gebracht.
Was wir aus dieser biologischen Studie des Menschen vor allen Dingen lernen sollten, ist, dass wir ein Teil der Natur sind. Wir stehen keinesfalls über unserer Umwelt, sondern sind nichts anderes als eine, wenn auch wesentliche, Komponente dieser Welt. Das Tier namens Mensch gleicht, wie wir in dieser Serie immer wieder gesehen haben, in vielerlei Hinsicht anderen Tierarten. Und dennoch, in manch wichtigen Bereichen sind wir auch sehr, sehr anders. Und genau diese Unterschiede sind es, die uns zum dominantesten Tier auf unserem Planeten haben werden lassen. Von all den Millionen Tierarten, die jemals auf der Erde lebten, sind wir, das Tier Mensch, bei weitem die ungewöhnlichste. Wir sind eine Spezies, die den evolutionsgeschichtlichen Sprung von der bloßen Existenz zum bewussten Dasein hinter sich hat und die, geprägt von außergewöhnlicher Risikobereitschaft, bei jeder sich bietenden Gelegenheit nichts lieber tut, als wieder ganz Kind zu sein. Thank you.